Warte mal. Nicht abbauen, ne? Ne, ne. Kannst ja gleich von unten machen. Genau, wenn ich die Cobblestone-Plattform unten gebaut habe. Die Insel ist wohl symmetrisch. Immer noch ein Tor craften eben, damit wir da bloß ein Tor haben. Oder auch nicht. Kommt ja eh nicht dahin. Jetzt haben wir auch eh kein Dingsbums mehr. Oh, ich habe Geld gefunden. Wie Geld gefunden? Wie findet man denn in Minecraft Geld? Nein, bei mir zu Hause. Lol, okay. Hast du Cobblestone? Hm? Ja, in der Küste. 3 Stacks. Also fast 3 Stacks. Weiterfahren. Ja. Das ist noch ein Stick. Sei nicht, du stirbst am verhüllten Lavaschaden, ey. Das wäre ja sowas von abartig episch. Mhm. Das hat schon echt lustig wäre. Boah, das wäre es gewesen, ey. Ich hätte jetzt beinahe unter meinem eigenen Arsch den Block abgebaut, ey. Ich glaube, dann hätte ich echt geschrien, ey. Maximal noch 2 Blöcke halt. Hatten die anderen nicht 3 immer hoch? Ah, scheiß drauf. So. Jetzt ist ein bisschen auch ruhiger die Folge. Liegt auch daran, dass wir alle irgendwie heute den ganzen Tag irgendwie unterwegs waren, überall und nirgendwo. Light war heute, hat heute seine neue Kamera bekommen für die Gamescom, sein neues Notebook zusammen sich gesucht. Dann war Light heute noch mit Light's Girlie unterwegs. Ja, man kennt ja Lightning, die Ungarinnen, die werden nie in Ruhe gelassen. Weißt du, wer neidisch ist, Niklas? Der Böhm? Ne, die Paunovic. Weißt du warum? Nicht eher jetzt, wie man das verstehen würde eigentlich als Eifersucht. Nee, jetzt will ich das aber im Detail wissen. Wie kann man das eifersüchtig machen? Ja, die ist total neidisch auf den Körper von ihr.
Und die Pawnowitsch ist jetzt eigentlich, ne, für ihr Alter ein Blagen, ne? Muss man der das eigentlich. Schön rüstig, wa? Ist sie wirklich rüstig und sagt ja selbst sichern und. Ne, die sagt, darf ich mir mal, weißt du, so den Arsch von ihr leihen und so. Ich so, was soll der Scheiß? Und sie versteht das ja nicht. Also, Tina versteht das ja nicht zum Glück, ne? Das wär's ja, ey. Richtig genial, ey. Dann habe ich gesagt, ey, Danny will your jacket, ne? Musste sie auch lachen. Ich hab mich echt so, sie fuhr an uns vorbei mit ihrem Scheißwagen, ey, und sagte, kann ich mir mal den Arsch von ihr leihen? Ich so, was soll das denn für eine Aussage? Ja, läuft bei der. Ja, ey. Die Pawnowitsch ist echt schon, ja. Sehr direkt. Schon. Sehr direkt, sehr direkt. Ich mag direkte Frauen. Oh ja. Direkt zum Punkt kommen. Wäre langweilig, wenn nicht, oder? Wie meint, wie seht ihr das? Da muss Holz hin. Ist ein Baum gewachsen? Baum, Baum. Nein. Ist aber Niklas seine Aufgabe? Was, Baum? Ja. Ja, dann tut er wenigstens. Die Erde runter. Ach, egal. Der hing ja gestern auch die ganze Scheiße. Zeit in den Bäumen rum. Ja, hat er sogar gestern noch danach getan, ey. Ich glaube, der hing gestern bestimmt noch 3 Folgen in den Bäumen rum, ey. Ey, manchmal waren die verdammt groß, ja. Ey, da hatten. Ey, ohne Mist, Tarzan-Bäume waren Witz dagegen, ey. Waren Bäume bei, ey. Aber ich hab mir schon eine Holzaxt gemacht. Ich hab oh, da ist einer gewachsen. Ne. Oh ne. Direkt ein Tarzanbaum. Ich helfe. Ne, dann kannst du ja das alleine machen. Nee. Ja, natürlich, wie sollen wir denn da zu zweit machen? Ja, du darfst ja jetzt hochkraxeln. Ich mach die Vorarbeit und klau dir ein bisschen Rohholz und jetzt hau ich ab. Wie soll ich mich jetzt da hocharbeiten? Achso, hier. Ich hab dir was ich hab ein Mitbringsel wenigstens für dich. Ich schmeiß dir mal hier eine Kiste hin, da kannst du Holz drin sammeln. Scheiße, wo kommt denn die heilige Kiste hin? Ich würde sagen, die heilige Kiste kommt hier hin. Holz sucht eh kein Mensch. Hier ist nur wieder ein Baum gewachsen. Ja. Hier kommt Rohholz rein. Und auf der anderen Seite kannst du fertig gecraftetes Holzgedönse reinpacken. Bringe ich mal den ganzen Holzmist mit, der auch noch da ist, ne? Dann haben wir hier wenigstens wieder aufgeräumt alles, ey. Können wir bald die Insel niederreißen hier. Ah, nicht niederreißen, sondern einmal umbauen. Wie wir ursprünglich mal geplant hatten. Bist du schon vielleicht am Cobblestone Farm? Ja, hab bloß schnell was getrunken. Sitzt da im Loch und farmt kein bisschen Cobblestone. Voll der schlimme Mensch. Er hat ja schon mal in die Kiste. Ich brauche wieder Holz, um Spitzhacken zu machen. Ich habe jetzt schon 2 Stacks gefarmt. Spaß. So. Boah, ich bin echt tot, ey.
noch an die Zuschauer appelliere ich damit. Tut euch das nicht an, ey. Ihr seid von einem Geschäft ins nächste am Rennen. Ihr wisst gar nicht mehr, was Real Life heißt. Vor allem, man sagt ja immer, die Südländer sind anspruchsvoll. Pustekuchen. Restlos glücklich zufrieden, ey. Nach einer Tasse Kaffee und einem Eiskaffee in der Eisdiele. Ja, noch. Weil die Schnauze, mehr wird's nicht geben. Dann muss und Papa. Ich brenn schon wieder. Ja, du bist ja auch scheiße. Warum noch? Ich bin nicht mit den kleinen Sachen zufrieden, aber irgendwann. Und immer mehr. Es gibt nichts Kleines beim Leid. Nein, nicht zweideutig. Ach so. Was hast du denn da eigentlich schon wieder für einen Tropendschungel, ey? Der bohrt einen ab und der nächste kommt, ey. Wie krass ist das denn, ey? Niklas hat das Tarzan-Syndrom. Aber so echt... was von, Mann. Ja, ich komm gar nicht, ich aus dem Baum. Ich kann den Wald von lauter Bäumen nicht mehr sehen, Mann. Ich werd bekloppt, hier, ey. Läuft etwas richtig verkehrt, Mann. Wolltest du mich mal wie ursprünglich da wieder rauskommen? Das ist ja nicht mal geplant. War mal in Planung, ja, aber... liebe Zuschauer, ich glaube, das wird 3 Folgen dauern. Der wird jetzt wieder ein paar Folgen in den Bäumen hängen. Er hat auch mal was getan. Kommt da nicht auf krumme Gedanken. Dann können wir direkt mal zur Not das Spiel speichern. Könnte ja sein, dass der Baum, der Wald abbrennt. Ey, Gott sei Dank, einen Eimer hast du ja nicht mehr. Natürlich. Kann mir einen neuen craften. Ich bräuchte Flint. Dann könnte ich eine Fackel craften. Ein Feuerzeug. Ja, meine ich ja. Aber dazu braucht man Kies. Genau. Und den gibt's soweit meines Wissens oder Erachtens. Oh. Was? Oh. Runtergefallen vom Baum. Da war schon einmal der Baum zu Ende. Alter, oh mein Gott. Voll die Monsterwucherinsel. Pack mal bitte immer das Holz in die Kisten, dann muss ich da nicht dran appellieren, dass das Holz weg ist. Hey, leid. Ja, Moment, ich muss erstmal hier umbauen. Unsere Station. Ja, was? Ich hätte jetzt voll Bock rüber zu gehen und den Golem zu bauen. Was wollen wir denn mit dem Golem? Der fliegt uns runter. Außerdem steht sogar extra auf dein Schild, pass auf, dass ich nicht falle. Und wir sind noch mit dem Absichern der Insel nicht fertig. Wir sichern die ganze Zeit schon seit gestern erst jede einzelne Insel ab, bevor wir was anderes machen. Okay. Wo ist denn das Holz? Niklas, du musst das Holz mal in die Kisten auch legen. Pff, 60 Rohholz, ey. Haut der auf die Kacke, ey. Ich werde heute irgendwann nochmal sterben. Wegen der scheiß Lava. Nee, ich bin da eigentlich doch einmal ja gestorben. Aber das war, weil das war ich noch nicht mal schuld, das war der Baum schuld. Der ja, Stein. Ja. Schieb es mal auf den Baum, Mann. Ja, tue ich auch. Noch nicht.
gehe mal noch ein Tor craften eben. Damit wir da bloß ein Tor haben. Oder? So. Cobblestone kommt ja eh nicht dahin. So, jetzt haben wir auch eh keinen Timmer. Nicht abbauen, ne? Ne, ne. Kannst ja gleich von unten machen. Genau, wenn ich die Cobblestone-Plattform unten gebaut habe. Die Insel ist wohl symmetrisch.